Manche sagen, es ist ein Sport. Andere, es ist Kunst. Klar ist, dieser Sport erfordert absolute Körperkontrolle. Vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist Judo, das ist nicht Ballett. Kann es Johannes? Hallo bei Kallis Johannes. In den nächsten 48 Stunden möchte ich Ballett lernen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe nur eine ganz kleine Befürchtung, nämlich, dass mein Outfit ungefähr so aussehen könnte. Egal, ob ich nachher in der Herausforderung gut aussehe oder nicht, ich weiß, an meiner Trainerin wird es nicht liegen, denn die ist absolute Spitze. Hallo, ich bin Malou und bin 13 Jahre alt. Ich tanze, seit ich 3 bin und trainiere 5-mal die Woche. Ich mag beim Ballett, neue Choreografien auf Musiken zu lernen und den ganzen Körper von Kopf bis zum Fuß zu nutzen. Das Schwierigste ist, alles zu halten, also die Körperspannung zu halten. Ich habe schon oft gewonnen, aber auch schon öfters verloren und deswegen bin ich die richtige Person, um es Johannes beizubringen. Johannes, wir schaffen das, Hals- und Beinbruch. Hallo, grüß dich. Das ist die Ballettschule? Ja, komm rein. Johannes, die erste Grundregel beim Ballett ist keine Straßenkleidung im Ballettsaal. Das heißt, wir müssen uns umziehen. Oh nein, ich hab's gewusst, jetzt kommt das hier. So schlimm ist gar nicht. Weißes T-Shirt, schwarze Leggings, weiße Strümpfe, Ballettschläppchen. Und sag mal, Malou, mit einem Tattoo, ist das nur ein blödes Klischee? Tattoo gesagt. Das heißt Tütü. Tattoo. Du hast ja auch keins an. Trägt man das nicht im Ballett? Doch, das kann man bei Wettbewerben tragen, aber Männer tragen es gar nicht. Und Frauen im Training auch nicht? Nein. Männer dürfen nicht? Nein. Ah, jetzt, wo sie es nicht dürfen, jetzt will ich auch. Also so, ich meine, in rosa und mit einer Schleife, das wäre doch schick. Und so sieht Johannes' Trainingsplan aus. Am ersten Tag lernt er alle Grundpositionen und Bewegungen an der Stange. Die muss er dann auch im freien Raum beherrschen. Am zweiten Tag lernt Johannes mit dem Tanz zu Schauspielern. Anschließend wird in der Choreografie das Erlernte kombiniert. Und das ist unser Ballettsaal. Sehr gut. Und das ist euer Stufenbachen. Das ist eine Ballettstange. Ballettstange, okay. Was braucht man noch an Sportgeräten? Gar nichts. Du brauchst nur deinen Körper, deine Füße, Beine, Oberkörper, Gesicht bis zu den Fingerspitzen. Das heißt, man braucht sehr viel Körperbeherrschung, Körperspannung? Ja. Sag mal, können wir vielleicht eine andere Musik haben als dieses Klaviergedüdel? Oh ja, das klingt gut. In nur 48 Stunden muss Johannes mit Malou eine komplette Choreografie tanzen. Nur wenn Johannes es schafft, von der Jury mehr als die Hälfte der möglichen 140 Punkte zu bekommen, hat er die Herausforderung bestanden. Oh je, Malou, das sieht nicht so einfach aus. Deswegen müssen wir jetzt loslegen. Und das machen wir bei Kann es Johannes mit der immer selben Frage, nämlich Kann es Johannes? Mit was fangen wir an, Malou? Wir fangen mit einer Bewegungsübung an, die sich auch Backformübung nennt. Backformübung? Ja, fass mich mal hier am Arm an. Ich bin deine Backform? Ja, und dann musst du dich daraus lösen. Ja. Und dann woanders anfassen, zum Beispiel an der Schulter. Jetzt bist du die Backform? Ja. Okay, und ich bin der Kuchen und gehe hier raus? Ja. Achtung. Bitteschön, jetzt bin ich deine Backform? Ja. Bei der Backformübung kann Johannes halt herausfinden, was er an seinem Körper alles bewegen kann. Und dann kann er auch kreativ sein. Die ist witzig. Ich habe schon so viele Sportarten gelernt, wo man ewig Sachen machen muss, bis man endlich mal richtig anfangen kann. Und das Tolle beim Ballett finde ich, die erste Übung ist gleich eine tänzerische Übung und ich habe das Gefühl, ja, ich mache von der ersten Sekunde an Ballett. So, das klappt gut. Jetzt machen wir die Grundposition an der Stange.
Okay. Also es gibt 6 Grundpositionen für die Beine und 3 für die Arme. 6 Beine, 3 Arme. Das ist die erste. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pinguin. Die zweite. So. Ja. Die dritte. Das ist okay. Aber die Zehen dürfen nicht an die Ferse kommen. Ah, also hier, ja? Ja. Die vierte. Einfach einen Schritt nach vorne. Und die fünfte. Ist das nicht jetzt wieder die dritte? Nee, da sind die Ferse nämlich an den Zehen. Ah, okay. Und die sechste. Da sind die Füße nebeneinander. Ja, von den Armen ist es die erste. Moment, was machst du da mit den Händen? Der Daumen berührt den Mittelfinger. Das sieht ja ungewöhnlich aus. Die anderen sind so ein bisschen offen. Und die Zeigefinger nach vorne? Ja, aber nicht zu viel. Das ist wichtig, dass auch auf die Feinheiten geachtet wird, weil das wird bei der Herausforderung die Jury auch machen. Und sonst wird der Punkteabzug bekommen. Und die dritte. Und das ist vor der Stirn. Ah, okay. Oh je, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ich fange von vorne an. Also das war der Pinguin. So, ne? Ja. Und dann ging der Pinguin so ein bisschen zur Seite. So. Aber wenn du in die zweite Position gehst, musst du ein Tendu machen. Ein was? Ein Tendu. Tendu? Ja. Das klingt wie was zu essen. Fondue. Tendu heißt es aber, ja? Okay. Da streckst du deinen Fuß. Ja. Und dann verlagerst du das Gewicht. Mhm. Käsefondue. Fondue. Wenn man so einen Käse langzieht, das ist ja eigentlich fast die gleiche Bewegung. So Käsefondue habe ich mir zumindest gemerkt. Ich habe es jetzt mal nur nicht gesagt, nicht erzählt. Aber das finde ich erstmal sympathisch. Macht nur Hunger. Und es gibt noch eine Bewegung? Ja, es gibt noch 2. Erstmal das Plié. Das ist die Beugung. Wichtig ist, dass deine Knie auseinandergehen. Mhm. Das kannst du auch in allen Positionen machen. Und die Fersen bleiben wahrscheinlich auf dem Boden? Ja, und du musst einfach gerade bleiben. Einfach ist gut. Und das dritte? Levé. Levé. Nach oben gehen. Mhm. Das war das Levé. Sag mal, das sind alles so französische Begriffe, ne? Tendu, levier, plié. Levé. Levé. Also ursprünglich wurde das Ballett in Italien erfunden, aber dann ist das nach Frankreich weitergezogen. Und jetzt ist es überall in der Welt verteilt. Und alle benutzen die französischen Begriffe? Ja. Also mein Französisch ist ziemlich schlecht, je ne parle pas français, aber so ein einzelner Begriff, so tendu, das macht es gleich viel eleganter. Ich mache wahrscheinlich genau das gleiche wie ja, gestreckt hier, aber dann tendu. Nicht mehr so viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt mit dem Pas de deux anfangen. Pas de was? Pas de deux, Tanz zu zweit. Ach so, die Herausforderung. Ja. Okay, das heißt, wir machen jetzt die Choreografie für die Herausforderung. Ja, ein Teil davon. Okay. Ich zeig dir jetzt erstmal die Schritte, okay, die Gut. Du machst. Fängst du an mit dem Bein vorne aus der 6. Position, tendu. Tendu. Und dann springst du einmal. Da dann. Ja, aber der Fuß muss gestreckt sein. Tendu, Sprung, und dann? Der muss aber direkt gestreckt sein, nicht so und dann so. Direkt gestreckt? Ja. Tendu, dann noch einmal und noch einmal. Und dann nimmst du das Bein nach oben. Aber dein Bein muss nicht hoch. Geht auch gar nicht. Ich bin noch ziemlich weit weg von der Prima Ballerina. Ich bin eher so noch Prima Holzklotz. Zack. Aber auf der halben Spitze. Boah. Ich bin jetzt schon überfordert. So. Tendu. Und dann einfach da drauf. Ja. Und dann Bein nach vorne. Aber ganzer Fuß. Nein, halbe Spitze. Ah, ja, stimmt ja. Halbe Spitze. Falsches Bein. Hä? Er hat sich alles gemerkt, aber er vertauscht immer alles. Und das ist schwierig. Halbe, Viertelspitze. Keine Viertelspitze, halbe Spitze. Ganze halbe Spitze. Ja. Und dann? Arme nach oben. Kann ich es nochmal sehen? So. Aber die Arme müssen dabei oben sein beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal sind sie oben? Gerade. Gerade. Was ist denn gerade? Das? Ja. Beim ersten Mal sind sie noch vorm Körper? Nein. Hier. Okay. Aber deine Finger dürfen nicht so aneinander drücken. Die dürfen nur leicht aneinander. Ist das falsch? Ja. Das war so das Einzige, was ich verstanden habe. Daran habe ich mich festhalten können. Jetzt berühren sie sich. Seit wann berühren die sich nicht mehr? Also so, sie berühren sich leicht. Immer von Anfang. Boah, ey.
Füße, Beine, Oberkörper, Arme. Dann, was machen die Hände nochmal hier? Leicht und ein bisschen abspreizen. Nicht zu viel nach unten, nach oben, ja. Ach ja, und Schritte gibt es ja auch noch, also so eine Choreografie. Aber ansonsten muss man nichts denken. Halbe Spitze. Tendu. Tendu. Dann geht es zur Seite. Nochmal Tendu und hoch. Bei den Bewegungen aus dem Pas de Deux hat sie angebracht, bis er die erste Bewegung hinbekommen hat. Und da kommt noch sehr viel dahinter. Das reicht für heute. Das ist gut. Mir schwirrt nämlich schon richtig der Kopf, Arme, Beine und Magensaft. Hast du Hunger? Ja. Komm mal mit, weil ich hab eine Kleinigkeit vorbereitet. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zum Ballett. Ich habe mir gedacht, beim Ballett gibt es ja so viele französische Begriffe. Warum dann nicht auch beim Abendpicknick? Baguette, Fromage. Isst du überhaupt Käse? Nein. Das passt ja dann gut. Okay, es gibt auch Nüsschen, Tomaten und Oliven. Moment, über die Musik haben wir doch heute schon mal gesprochen, oder? Mhm. Besser. Was hörst du für Musik? Die ist gut. Moment. Und aber eigentlich müsstest du doch klassische Musik mögen. Nur Ballettzahl. Und im Privaten dann eher Pop? Ja. Aber was man immer zuerst im Kopf hat, wenn man über Ballett spricht, außer Tütü, ist dieser Spitzentanz. Machst du das auch? Ja, ich habe sie sogar dabei. Sie? Die Spitzentanzschuhe? Ja. Da stehst du senkrecht drin? Ja. Stehst du da auf den Zehenspitzen oder auf den Nägeln, knickst du das um oder so? Auf den Zehenspitzen. Auf den Zehenspitzen? Ja. Sieht eigentlich ganz normal aus. Ist nur ein bisschen fest da vorne, ne? Und da ist nochmal eine Sohle, eine Extrasohle. Das darfst du auch erst ab 12. Warum erst ab 12? Weil die Füße sonst noch nicht stark genug sind. Das ist schädlich dann. Das heißt, du machst es noch gar nicht so lange, ein gutes Jahr oder was? Ja. Ich kann es auch morgen mal zeigen. Du zeigst mir morgen, wie du bist? Ja. Ein Grund mehr, sich aufs Training zu freuen. Baguette? Ja? Ja. Ich breche einfach ab, okay? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Also, wenn du den Käse nicht isst, dann esse ich ihn und bediene dich bitte. Guten Morgen, Malu. Guten Morgen. Bist du gewachsen über Nacht? Ja. Das sieht größer aus. Nicht schlecht. Ah, echt, das sieht abgefahren aus. Mit was starten wir denn? Also gestern hast du alles kennengelernt, wie du deine Füße, Beine, Oberkörper nutzt, aber etwas fehlt noch. Was denn? Das da. Das? Ja, die Nase? Nein, die Mimik. Okay. Im Ballett erzählst du öfters Geschichten und dann musst du das mit deinem Gesicht ausdrücken. Ah, das ist sehr gut, dass wir das heute machen, weil meine Mimik ist sonst ziemlich unkontrolliert. Also ab und zu. Jetzt stellst du dir vor, dass sich jemand anruft. Klingeling, hallo Johannes. Wir haben 1 Million Euro im Lotto gewonnen. Tut mir leid, es war ein Versehen. Ja? Ihr Bus ist explodiert. Mein Bus? Warum mein Bus? Nein, nicht mein Bus. Ich nehme die 1 Million Euro. Das ist Mimik? Ja. Und das macht man auch beim Ballett? Ja, aber nicht so übertrieben. Hm. Aber beim Ballett ist es leicht, weil du dann deine Mimik der Musik anpassen kannst. Das ist die Musik fürs Pas de Deux. Oh, das klingt auch ganz beschwingend und freudig, oder? Ja, ist es auch. Du bist nämlich ein Oberbäcker, der hat einen wunderschönen Pfefferkuchen gebacken, das bin ich. Und vor Freude tanzt du mit ihm. Mhm. Okay. Aber jetzt musst du noch die Choreo lernen. Und dafür gehen wir jetzt in den Saal, wo du die Herausforderung tanzen wirst. Gut, Pfefferkuchen, dann mal los. Müsste schon viel weiter sein. Oh, das ist viel zu schnell. Shit. Also ich finde es ja großartig, wenn Musik dazu kommt, weil dann hast du irgendwie ein besseres Gefühl, so dachte ich. Dann kam die Musik dazu und dann dachte ich, bloß nicht, mach sie wieder aus, weil es war auf einmal alles so schnell, dass ich nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Oh, ich bin zu lahm. Ich mach's langsamer. Wie kann man denn das Orchester langsamer spielen lassen? Dann hat zum Glück unsere wunderbare Malu die Musik ein bisschen langsamer gedreht. Ich glaube, das wäre die richtige Geschwindigkeit auch für die Herausforderung. Und dann machst du, wie schön sie ist. Du hast eine Handfläche gemacht, ne? Einmal umranden und zur Seite und präsentieren quasi. Und dann machst du. Das heißt, ich mag den Pfefferkönigin. Ich liebe den Pfefferkönigin. Ich liebe sie. Natürlich liebe ich die Pfefferkuchenkönigin. Habe ich selbst gebacken. So. Zack.
Und dann sage ich, dass ich sie liebe. Und immer lächeln. Ganz schön kompliziert, jemandem mitzuteilen, dass man ihn liebt. Ich kann schon verstehen, dass es wichtig ist, auch mit dem richtigen Gesichtsausdruck zu tanzen, ja? Aber ich kann ja noch gar nicht tanzen. Und jetzt? Ja? Kommen die Drehungen. Drehungen. Wie kommen die Hände hin? So. Du. Und dann? Ich war zu früh. Ja. Es klappt irgendwie besser später als nie, doch ich weiß noch nicht wie. Ich verliere am Ende so das Gewicht. Du musst immer nach da schauen. Beim Drehen muss man vor allem darauf achten, dass man sich einen Punkt sucht, in die Richtung, wo man hindreht, damit man keinen Drehwurm bekommt. Es dreht sich alles. Das ist Judo, das ist nicht Ballett. Mach ich was falsch? Ja. Nochmal. Was ist falsch? Deine Arme hängen immer so. Mach mal so. Und jetzt drehen. Das ist gut. Kann ich mit Ball tanzen? Arm hoch, runter, durch und los. Super. Dann mache ich eine Drehung und mache so. Ich bin die Ballettstange. Ja. Es sind so viele unterschiedliche Figuren. Und vor allem, selbst wenn ich dann eine kann, denke ich, wie war denn der Übergang zur nächsten und kam da nicht vorher das? Es wird heftig. Und dann ja? Musst du mich jetzt gleich heben. Heben? Ja, so ungefähr. Ich mach so und so. Und ich heb dich zweimal hoch? Ja. Und lauf einfach mit? Ja. Okay. Und hopp und hopp. Ach so, okay, Entschuldigung, das zweite Hopp war zu früh. Mhm. Und hopp und hopp. Ich wusste gar nicht, wie ich Malou anfassen soll, ob ich da nicht zu fest drücke und wie viel ich nach oben drücken muss. Hopp und hopp. Besser. Cool. Hoffentlich falle ich nicht hin bei der Herausforderung. Okay, und jetzt danach? Ja. Machst du? Möchtest du Spagatsprung machen? Nein. Nein? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ach, ist peinlich. Vier. Ist ja schon besser. Ja, 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 ja. Eins, zwei, drei. Schlecht. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das in ein paar Stunden tanzen können muss. Das... Malou, ganz ehrlich, schaffen wir das noch? Also schaffe ich das noch bis morgen? Du kannst es ja schaffen, aber wir müssen auf jeden Fall weiter üben. Das heißt also Nachtschicht, ja? Ja. Nachtschicht. Besser, aber immer noch nicht gut. Mhm. Also da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis ich das in meine Gehirnwindung hineingeprügelt habe. Der Tag der Herausforderung. Die letzten Vorbereitungen im Ballettsaal laufen auf Hochtouren. Höchste Zeit fürs richtige Outfit. Wie vor jeder Bühnenshow wird auch Johannes ausstaffiert. Boah, das ist ja aber auch eine Schatzkammer hier. Wie viele Kleider hängen hier? Unglaublich. Ja, für die Herausforderung wirst du auch eins tragen. Okay, und zwar, wo ist das? Hier. Ein Bäcker-Oberteil. Zum Oberbäcker sehr passend. Und eine Bäckerhose. Ah. Und irgendwo hier haben wir auch noch eine Mütze. Ich finde, das sieht sehr stilecht aus hier. Oh ja, bin ich sehr gespannt, wie das nachher ausschaut. Johannes' Outfit stimmt, aber auch seine Haltung. Bewertet werden die Kategorien Tanz und Technik sowie Präsentation und Schauspiel. Also, du musst oben über den Spiegel schauen. Da ist, da ist eine Leiste, damit dein Kinn oben ist und du stolz wirkst. Okay. Und immer lächeln, egal was du machst. Egal was passiert, lächeln. Yeah. Alles schiefgelaufen, aber ich lächle. Ja. Yeah. Diese Jury muss Johannes überzeugen. Sieben erfahrene Balletttänzerinnen und Tänzer. In jeder Kategorie können sie bis zu 10 Punkte vergeben. Um zu bestehen, braucht Johannes mehr als 70 Punkte.
dann nach Ihnen, Lebkuchenprinzessin Emmerich. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob Johannes das alles schafft. Aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, dass ich so die einzelnen Sachen jetzt nach unserer Nachtschicht ganz gut drauf habe. Aber alles zusammen ist unglaublich viel und ich habe ein bisschen Bammel, dass ich dann genau, wenn es drauf ankommt, ein paar Dinge vergesse. Kaum angefangen, schon ein Fehler, ne? Ach Mann, und dann hat es angefangen so zu tickern bei mir. Ich dachte so, jetzt habe ich ja schon einen Fehler gemacht. Aber da habe ich mich wirklich gezwungen, an Malus Hinweis zu denken. Lächeln und weiter. Die Drehungen waren unter aller Sau. Die Drehungen habe ich im Training echt viel besser hinbekommen. Und da haben die Arme nicht gestimmt und das Timing nicht gestimmt. Und ich bin sehr unzufrieden mit den Drehungen. Also mit den Sprüngen war ich echt zufrieden, weil da waren im Training viele dabei, die echt schlechter waren. Und auch mit den Hebefiguren. Da dachte ich, ja, da hat das Timing gestimmt. Ich habe nicht so sauber getanzt, wie ich hätte tanzen können. Da beiß ich mir jetzt auch selber noch ein bisschen in den Hintern. Aber vom Spiel habe ich alles gegeben. Also meine erste Note war ja gleich eine 1, also nur ein Punkt von 10, also nix. Da ging mir gleich mal das Herz Richtung Magengrube. Und dann musste ich aufatmen und dachte so, oh. 10! Die Jury ist schon ziemlich streng und bei der Technik war sie auch sehr streng. Bei der Mimik war die meisten auf jeden Fall sehr nett und haben ihn fair bewertet. Ja! Ja! Herausforderung geschafft. Ja. Also Malu, ein riesen, fettes, dickes Dankeschön. Danke. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ich wäre auch so gerne mal eine Pfefferkuchenkönigin oder ein Oberbäcker, ihr wollt was für eure Körperspannung tun, dann schaut doch mal, wo die nächste Ballettschule bei euch in der Nähe ist und sucht euch eine Malu. Malu, vielen, vielen Dank. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Kann es Johannes!